Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Es ist Sonntag, gestern wollte ich ja noch zurück zu unserem Häuschen laufen. Ist mir nicht ganz gelungen, weil ich habe da was entdeckt. So, das da. Und da will ich hin. Ja, es ist Dunkelwald. Ja, es ist Dunkelwald. Es ist schon ziemlich... Bin ich gut im Schleichen? Ich kann es nicht sagen. So, auf jeden Fall höre ich schon mal Bienen. Ich kann da nicht drüber. Da war was Großes. Ach, verdammt. Hui. Ist wohl ein Troll. Wow. Oh, der fällt Bäume. Oh, mein lieber Herr Gesangsverein. Du könntest etwas zu essen vertragen. Ja, das könnte ich tatsächlich. Viel habe ich nicht dabei. Wow. Okay. Oh. Läuft der jetzt die ganze Zeit hinter mir her? Oh mein Gott. Ja, toll. So. Ich versuche einfach mal wegzulaufen. Heftig, ein Troll. Okay, er dreht um und der Kleine dreht auch um. Ich fange an zu frieren. So. Ach, verdammt. Na. Da ist ja wieder Dunkelwald. Die locken mich hin. Die locken mich in den Dunkelwald. Was war das? Erstes Mal einen Troll gesehen. Wie, hätte ich mehr Nahrung? Ich hätte ihn ja besiegt. Tja, wenn ich mehr Nahrung hätte. Haben wir nicht. So, dann schnell mal nach Hause. Wir brauchen definitiv mehr Kisten. In die wir das ganze Zeug ablegen können. Ich würde vorschlagen, wir bauen uns einfach eine Kiste. Moment. Die Richtung? Naja, nicht so ganz. So, wir bauen uns einfach eine Kiste, dumpen alles rein, aber vorher möchte ich mich hinlegen. Endlich mal ein ordentlicher Ausgeruht-Bonus. Das wäre schon was Feines. So. So, und ich glaube, den Speer lege ich mal auch. Wir werden das umändern. Ich möchte gerne den Speer hinten hinlegen. So, da ist unser Hütchen. Oh, wir kommen nach Hause. Nach Hause. Ein Erlebnis mit dem Troll. Das nächste Mal töten wir ihn einfach. Ja, ja. So, und zwar stelle ich mir vor, weil das die Lieblingswaffe ist. Muss ich ja zugeben, Lieblingswaffe hier. So. Und deswegen auf 1 die Axt. Ist mir tatsächlich am liebsten. So. Ach, wie cool. So. Bienen glücklich, Bienen schlafen ziemlich sicher. So, dann werden wir das nämlich auch machen. Ruhend. Oh ja, und endlich mal schlafen. Im Bettchen. Oh ja. Oh, wie schön. Du rennst erneut deinen Kriegern voran, während du eine schwere Axt deines Vaters in den Händen spürst. Als du erwachst, hast du einen Kriegsschrei auf den Lippen. Ja, ist auch gut. Du könntest was zu essen vertragen. Das könnte man tatsächlich machen. So, Tag 8. So, was kochen wir denn? Das könnte man eigentlich alles kochen. Diese ganzen Nixenschwänze. Nö. So. So. Ah, wie schön. So, reparieren müssen wir das Zeug auch. So, wie geht's den Bienen? Leer. Leer. Yeah, Honig. So, sind die fertig, weil dann würde ich sie gerne abnehmen.
Kein Platz im Inventar. So, kein Platz im Inventar. Jetzt kann man fast alles zusammenlegen. Dann haben wir hier noch mehr davon. So, jetzt können wir eigentlich zwei noch aufhängen. So, schauen wir da mal rein. So, die Beeren. Dann legen wir die Beeren da dazu. Hier haben wir Fleisch. Das sind die gegrillten. Gut, so. Geld haben wir auch ein bisschen was gefunden. Super, da freue ich mich auch drüber. So, muss fertig sein. Super. So, dann grillen wir gleich die nächsten. Sehr schön. So, ich hätte gerne hier hinten noch eine Kiste dazu gestellt. So, Dekoration, Kiste. So, und zwar da noch eine oder zwei. So. Und zwar machen wir mal da. Machen wir mal da. So, und jetzt geht schon wieder an. So. Bevor es zu Kohle wird. Oh yeah. So, was können wir noch kochen? Hier, Fisch. So, Fisch, Fisch. Super. So, wenn wir schon da sind. Herstellung bauen. Hier. Dann mit einer... Machen wir so eine niedrigere Wand mal. So. Und da drauf so einen. Oh, den drehen wir aber so. So. Damit es hübscher aussieht. So, die nehmen wir wieder ab. Bäm, bäm. So. Oh, der Fisch ist nach hinten gefallen. So, nicht die schöne Schokolade. So, Fisch. Dann haben wir hier den Fisch. Oh ja, Fleisch. Oh, so viel Fleisch noch. So, na dann. So, Aufhänger das Fleisch. Ja, set yourself on fire. Set yourself on fire. So, da hätte ich gerne das da. So, funktioniert hier nicht. No. So, und hier. Ach, verdammt. So, dann müssen wir das zuerst wegnehmen. Und dann haben wir es hier. So. Ah. So. Ja, komm, Hammer aus der Hand. Ich glaube, auf 8 ist er unpraktisch für mich. Ich will es haben ohne... Noch. Na gut. Schnell in die Holzhütte, wenn man brennt. Schnell in die Holzhütte. So, auf 8 ist das echt unpraktisch, finde ich. Machen wir das so. So. Ja. Ja, besser. So, wir haben hier vor, eine niedrige Wand hinzustellen. So, dann kommt das hier. Und da drauf. So. Dann haben wir das. Bam, bam. So, und dann können wir noch einmal 8, 8. So, und den Rest würde ich sagen, packen wir weg an Nahrung. Also, da war Nahrung drin. Da können wir jetzt sagen, hier nichts, ein Schwanz. Fisch. Gegrilltes Fleisch nehmen wir mit. So, das Honig hier rein, Nixenschwanz hier rein, da, bam, so. Super. Ist bald durch. Genau, ideal, ideal. Nur nicht anzünden. So, da haben wir noch Pfeile. Ich hätte gerne, wir haben keine Pfeile mehr dabei. Das heißt, wir brauchen neue Pfeile. Nehmen wir die oder machen wir neue? Ich würde gerne neue machen. So, ich packe das alles mal da rein. So. Sortieren kann ich später. So. So, was haben wir da drin? 82 Pfeile, mit denen können wir schon schön was anfangen dann. Aber, da wäre auch noch Leder. Oh, ich muss das irgendwann, aber das mache ich offline, das Sortieren. Keine Angst, das machen wir offline. So. Zuerst hier, dann hier. So, da kommt noch ein. Nein. So, so und so. So, und da oben haben wir Werkzeuge, Reservewerkzeuge. Da gehen wir das rein, das rein. Ach komm, wie viele Fackeln brauchen wir? Wie viele Fackeln brauchen wir? So. Oh, wie schön. Ah, Steine. Yeah.
So, dann wollte ich noch schauen, wo habe ich das jetzt hingepackt? Ach, sorry. Aber wir haben irgendwo dieses andere Holz bekommen. Wir schauen mal, haben wir jetzt andere Rezepte? Reparieren müssen wir sowieso. Super. Wir können schon ziemlich viel. Ein Hirschzertrümmerer. Feuersteinspeer. Wir haben einen Feuersteinspeer. So, Hirschzertrümmerer. Das finde ich schon ganz gut. 25. Oh. Okay. Keule, Hammer. Lederhelm. 6. Wow. Hammer, den Hammer. So, Lederhose. Oh, 6. Wir brauchen viel mehr von diesen Hirschen. Viel mehr. Was kosten die Pfeile? Holzpfeil, 20. Ein Feuersteinpfeil mit Federn. Wir probieren die machen, oder? Federn? Nö, wir machen normale Holzpfeile. Normale Holzpfeile. So. So. So, wir haben die. Was ist denn das? Interessant. Anderes Holz. Ach ja, das war das andere Holz. Das ist das andere Holz. So, das kommt da auch rein. So, wo habe ich ein normales Holz? Da habe ich normales Holz. So, Werkbank hier. Feuersteinpfeil. Nö. Pfeile. Normale Pfeile. Hier, Pfeile. Fertige. Ja, 20. Super. 40. So, wir müssen ja üben. Zuerst mal üben. So, was können wir upgraden? Vielleicht die Axt. Feuersteine und 4 Lederschnipsel. Das könnte man, das könnte man. Ah, wir brauchen aber das da. Ja. Da brauchen wir noch viel Leder. So. Das kommt wieder rein. So, das rüsten wir aus. Deswegen legen wir es auch gleich daher. Super. So, wir haben einen Troll gefunden. Das ist ja auch mal was Feines. So. Schauen wir mal, ob wir irgendwo ein Tierchen sehen. Nö. Doch. Auf zur Jagd, auf zur Jagd. Da. Oh. So, eine Hirschtrophäe. Leder wäre mir lieber gewesen, aber Hirschtrophäe ist auch okay. So, haben wir jetzt eigentlich Essen mit? Ein wenig schon, ja. Und Hirschtrophäe. Gut, die brauchen wir dann eh für den Hirschhammer. Den wollen wir natürlich auch bauen und ausprobieren. So, mal gemütlich durch den Wald gehen. Vielleicht können wir schön jagen gemeinsam. So, das mit dem Troll, das lässt mir natürlich keine Ruhe. So, gehen wir da mal hoch. Haben wir einen besseren Ausblick von da oben. Vielleicht sehen wir noch ein paar Reindeer. Reindeer. So. Oder Elch. Wenn du so läufst, machst du Lärm. Du verschreckst das Vieh. Ja. Das ist nicht schwer. Mein Vater Oli, das haben wir schon. Ob ich bis dorthin? Da muss ich ordentlich hochziehen wahrscheinlich. Oh, okay. Gut, wäre aber auch extrem weit gewesen. So. Ich höre doch irgendwo Bienen. Von da oben sind Bienen. Da sind Bienen. Ein kleiner Unterstand. So. Haben wir die Königin? Nö. Doch, wir haben's. Ha, wir haben die Königin. So, ich sollte essen. Das und das. So. Wahnsinn. Oh.
Sniper. Aber es bekommt Fleisch. Rehhaut, yeah, Rehhaut. Endlich Rehhaut. Manchmal dieses, wie als würde jetzt etwas durchs Unterholz schleppen. Da ist doch ein Troll. Oh, wir nähern uns dem Dunkelwald und es wird dunkel und auch kalt. Schade, 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 schade. Blöde. Dabei wollten wir nur ein paar Rehe jagen. So, naja, zweimal Lederhaut. So, in das Hütchen kann man auch vielleicht ein. Naja, aber von der anderen Seite. Wenn, dann von der anderen. Bären, die Bären, die Bären, die Bären, die Bären. So, noch mehr Bären. Oh, wie cool, Bären. Sollte ich den Troll angreifen? Ich meine, der wird uns nachlaufen, uns verfolgen. Und der ist ziemlich brutal, so. Ein Troll. So. Schlicht das mal darauf. Dein Wald steht da drin. Ich weiß es. Du weißt es. Er weiß es. Ja, ich hoffe, er weiß es. Also das wäre ja bedauerlich. So. Gucken ihn. Ups, was ist das? Lass mich zu Hugin. So, hi. Oh, 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 oh. Eieiei. So, und jetzt? So, vielleicht mit Pfeil und Bogen? Nein, nicht wirklich. Das macht keinen Schaden. Also keinen ist gut. Fast keinen. Na? Okay, zu wenig Ausdauer für alles. Für einen Schlag. So, wir regenerieren mal. Wow. Oh, hat der mich erschreckt. Aber der Kampf könnte etwas länger dauern. Oh. Verdammt. So. Immer mal da. Ach. So. So, irgendwann würde ich gerne diesen Baum weggehen. So, sehr gut. Hui. Da ist er ja. So, also wieder mit Pfeil und Bogen. Da ist er ja. So, hi. Wow. Junge, du bist echt stark. David gegen Goliath. Irgendwie heftig. Heftig, heftig, heftig. Du kannst was zu essen vertragen, ja.
Ach, was macht der Kleine da? So. Jetzt haben wir da eine Grayling erledigt, zwischendurch. Ist auch fies, dass der Kleine Aids hat. So. Oh. So, wieder. Ein wenig hier. Na. Er macht mir Angst. Er macht mir Angst. Keine Ahnung, ob wir noch genug Holzpfeilchen haben. 11 Pfeile. Na, mit 11 Pfeilen werden wir nicht erlegen. Ja, vielleicht im Nahkampf. So. Aber wir wollten ja was zum Üben. So. Ja, ich. Oh, das dauert lang. Oh, das dauert lang. So. Wie viel haben wir noch? 7. Eng wird's. Wahnsinn. Heftig, 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 heftig. Trollhaut. Okay. Trollhaut. Münzen. Der hat Münzen. So, was haben wir gefunden? Trollhaut. Darum sind Trolle so schwer zu töten. Ja. Definitiv. So, wir haben den Troll getötet. Was ist das? So, würde ich gerne markieren. Da war irgendwo und dann war Hugin und dann war und. So, das war da irgendwo. Jetzt habe ich es verloren. So. Ach, da war doch. Hier. So, man soll Licht mitnehmen. Hat er gesagt? Hat er gesagt? So, das heißt, ich gehe mal hierher und wir markieren mal. Was markieren wir hier? So, und zwar Dungeon. Dungeon. Ist okay. Es ist der Dungeon. So. Mit Fackel? Können wir Starter Fackel? Ui. Ui. Oh, ist das cool? Burn, Baby, burn. Ich brauche eine andere Fackel. Wir haben keine andere Fackel mit. Okay, wir müssen wiederkommen mit einer anderen Fackel. Verlassen. Oh, ein Troll, ein Dungeon, was wir alles jetzt... Super. Troll und Dungeon. Oh, in einem aufwaschen. Ist das nicht cool? Oh, super, und jetzt regnet es wieder. So, wir haben alle Pfeile, glaube ich, verschossen. Na, 4 hätten wir noch gehabt. Das wäre super gewesen. 4. Toll. Oh, der hat das Haus ziemlich zerlegt. Ziemlich. Ziemlich. Naja. So. Hier. Okay. Bis nach Hause. Puh. Was für ein Abenteuer. Unser erster Troll. Yeah. Oh. Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir die besseren Pfeile verwenden. Ich glaube nämlich, so, wenn wir die da, Moment, da rein, hallo, sind bis 13. Ich glaube, die anderen sind einfach besser. Oh, was für ein epischer Kampf. Die Hütte zerlegt und wir sind immer im Kreis gelaufen. Naja, hat ja auch was. Oh. So,
Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt wieder upgraden können. Wir haben 2 Häute von den Rehen gesammelt. Eigentlich wollten wir mehr dafür. Da haben wir mehr Trollhäute gesammelt als Rehhäute. Ach ja. So, aber. So. Hallo, du Schwein. Du fängst an zu frieren? Ja. So. Und Knochenfragmente, was auch immer. Knochenfragmente. Oh, es ist echt dunkel. Es ist echt dunkel, kalt, widerlich. So, ich freue mich aufs warme Bettchen. Warmes Bettchen. So, eine Beere knabbern und ab ins warme Bettchen. Oh, wie schön. Und eine Bienenkönigin haben wir. Ja, können wir noch einen Beehive aufstellen. Ach, super. Bienen schlafen. Ach, das ist gut. So, wir stellen uns da ein wenig ins Feuer. Zum Feuer, besser gesagt. Oh ja. So, nass, geht runter. Und... Bäm, trocken. Ruhend. Oh, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.